Dieses Video hat mich sehr, sehr viel Recherchearbeit gekostet. Ich saß wirklich Stunden an diesem Video, habe es vorbereitet, habe alle Informationen nochmal aus Büchern zusammengefasst und zusammengeholt. Denn ich trinke Smoothies und das ist auch super, super gut. Aber nochmal zusammengefasst, was sind denn jetzt wirklich die 10 Benefits, die 10 Vorteile, die ihr habt? Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich mich so in meiner Umgebung umschaue, selbst die Ultra-Veganer und die Rohköstler, wo man sagt, Mensch, die ernähren sich top, machen diesen einen Fehler und vergessen, dass Blattgrün eben super, super wichtig ist. Denn selbst wenn du den ganzen Tag nur Obst und Gemüse isst, ist es ein Unterschied zu Blattgrün. Und warum dem so ist, das werde ich euch heute verraten. Dann der Punkt Nummer 6 ist das Kauen. Also es ist ja im Allgemeinen so, dass wir viel zu schnell essen und viel zu wenig kauen und viel zu schnell runterschlucken. Und beim Smoothie ist der Vorteil, dass das Ganze ja schon aufgebrochen ist, die Zellen, und eine breiige Konsistenz hat, sodass wir nicht mehr so viel kauen müssen. Also es ist zwar von Vorteil, dass du so ein bisschen den Smoothie mitkaust, aber ist eigentlich schon ein bisschen vorverdaut und für den Körper viel einfacher damit zu verarbeiten. Denn damit alle wertvollen Nährstoffe aus dem Inneren der Zelle für den Organismus verfügbar sind, müssen sie aufgebrochen werden. Und das geschieht bei uns eben durch das Kauen oder eben im Smoothie durch das Zerkleinern. Und damit ist gewährleistet, dass wir diese ganzen Vitamine und Nährstoffe eben viel, viel besser im Körper aufnehmen können durch diese breiige Konsistenz. Dann der Punkt Nummer 7 ist Omega-3. Könnt ihr das noch lesen? Ja. Also Obst hat ja ein relativ schlechtes Omega-3 zu Omega-6 zu Omega-9 Verhältnis und Blattgrün ist sehr, sehr Omega-3 reich. Deswegen ist es immer besser, wenn wir ein bisschen mehr Blattgrün im Smoothie haben als Obst. Wenn du anfängst, kannst du natürlich aber mit viel Obst anfangen, in dem Wissen, dass du es immer weiter ein bisschen abbauen wirst, um einfach auch da die hochwertigen Fettsäuren zu haben. Und wenn wir schon bei gesunden Fettsäuren sind, dann möchte ich auch mit dem nächsten Punkt direkt weitermachen, denn es ist so, dass wir wirklich Lust haben, das habe ich am eigenen Leibe erfahren, uns gesünder zu ernähren, wenn wir in der Früh mit einem Smoothie starten. Du bist irgendwie so voller Frische, du hast so einen Vitaminboost, du bist energiegeladen, du hast irgendwie wirklich die Motivation und Lust auf gesunde Lebensmittel. Und das nicht nur, weil du es dir einredest und weil du sagst, ich starte jetzt durch und eine Woche Fastenkur und nur Smoothies, sondern weil der Körper danach verlangt. Es ist tatsächlich total verrückt. Ich habe das am eigenen Leib festgestellt. Umso mehr Smoothies ich getrunken habe, umso gesünder wollte ich mich tagsüber ernähren. Und da kommt auch schon der nächste Punkt, der Punkt Nummer 9. Und schreibe ich mal dahin, du kannst die gleiche Ernährung beibehalten, wie du sie jetzt hast. Du musst nichts verändern. Trinke einfach in der Früh einen Smoothie zusätzlich, ja, und du wirst von den gesundheitlichen Vorteilen profitieren. Warum ist das ein Vorteil? Weil das relativ einfach ist. Du musst jetzt nicht vegan werden, dir irgendwelche Rezepte downloaden, komplett alles umstellen, dich einlesen und so weiter. Kauf dir einfach Tiefkühlspinat, mix 2 Bananen rein, trink das in der Früh und fertig. Du hast alle Vorteile drin. Du musst den Tag über keine Gedanken mehr machen. Habe ich genug Ballaststoffe drin? Habe ich genug Gemüse heute gegessen? Habe ich genug Vitamine intus? Wie ist es mit meinem Vitamin C-Gehalt? Du musst eigentlich auch kaum supplementieren, außer sowas wie Vitamin D, was natürlich Sonnenvitamin ist, das ist natürlich klar. Aber all die anderen Sachen, die man so einnimmt, wie Eisen und Co., die sind da in einer Vielzahl drin. Und wenn du 1 Liter... ja, trinkst direkt in der Früh, dann kannst du deine Ernährung gleich behalten und wirst aber von den extremen gesundheitlichen Vorteilen profitieren. Und die sind enorm. Die reichen von, dass Leute wirklich Krebs damit heilen, dass Leute von grauen Haaren wieder hellere Haare bekommen. Aber auch ich aus meiner persönlichen Erfahrung, ich hatte ja total die Magenprobleme in meiner Jugendzeit. Ich war ständig in der Notaufnahme, keiner wusste, was es ist. Ich weiß jetzt, dass es hier an meiner Magensäure lag. Das lag eindeutig an meiner Magensäure. Ich habe als Kind war ich schwer krank und habe wirklich handweise habe ich Tabletten geschluckt, den Tag über. Und was da in meinem Körper ablief, möchte ich mir gar nicht ausmalen, welche Giftstoffe das alles sind, die man noch aufbauen muss. Aber ich hatte totale Magenprobleme und habe natürlich keine Smoothies getrunken.
Ja, schön wär's, weil das wäre auf jeden Fall ein Puffer gewesen. Das würde auf jeden Fall vieles abbauen. Das heißt ja nicht, dass man lebenswichtige Tabletten da nicht mehr nimmt. Aber indem man auf der anderen Seite ganz viel Blattgrün und ganz viel positive Eigenschaften zu sich führt, hilft es dem Körper, wie gesagt, diese Giftstoffe abzubauen, ganz, ganz viel Vitamine zu haben und trotzdem noch gesund und fit zu bleiben und den Körper das Beste draus zu machen aus der jetzigen Situation. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt und das ist der pH-Wert. Ihr kennt ja vielleicht den Spruch, dass man sich basisch ernähren sollte und nicht säurehaltig. Ja, und ich erkläre euch jetzt auch, was das heißt. Ich weiß nicht, ob ihr Otto Warburg kennt. Das ist ein Nobelpreisträger. Der hat den Nobelpreis bekommen, weil er nachweisen konnte, dass Krebs in sauerstoffarmen Umgebungen gedeiht. Also da fühlt er sich richtig wohl. Und die Schlussfolgerung daraus ist ja, dass Übersäuerung zu Krebs führt oder auch zu ganz vielen Krankheiten. Das ist also die Schlussfolgerung. Das heißt, wir sollten nicht so viel säurehaltige Lebensmittel essen und sehr, sehr viel basische Lebensmittel. Und um das Ganze nicht zu verkomplizieren, mache ich euch einfach ein paar Beispiele. Wenn wir hergehen und haben jetzt zum Beispiel Parmesankäse, dann haben wir da einen Wert von minus 34. Oder bei Schweinefleisch haben wir minus 38. Ja? Und im Vergleich dazu haben wir bei Spinat einen Wert, einen pH-Wert von plus 14. Im Körper ist es so, dass unser Blut zum Beispiel einen pH-Wert hat von plus 7. Unser Speichel hat auch einen pH-Wert von 7. Und der Magensaft hat zum Beispiel einen pH-Wert von plus 2. Und wenn wir uns jetzt das anschauen, im Vergleich zu dem, dann kann man, glaube ich, eindeutig sehen, dass das hier eher kontraproduktiv ist für einen guten pH-Wertausgleich und das hier eher förderlich. Und im Übrigen, die meisten pflanzlichen Lebensmittel haben einen guten pH-Wert und sind basisch. Also wenn man da jetzt auch zum Beispiel weitergeht und Mandeln aufschreibt, dann sind wir bei plus 3. Und so weiter. Könnt ihr euch mal googeln, welche Lebensmittel welchen pH-Wert haben. Das ist irrsinnig interessant. Das, was ich damit sagen will, ist eigentlich kurz und knapp meine Message. Ein Smoothie am Tag, ja, und du musst dir keine Gedanken mehr machen oder kaum mehr Gedanken mehr machen um deine gesunde Ernährung. Man sagt ja, one apple a day keeps the doctor away. Ich sage, one smoothie a day keeps the doctor away, weil ein Apfel hat natürlich nicht so viel Nährstoffdichte und hat auch ganz viel Fruchtzucker im Vergleich zu einem Smoothie. Was du da an Blattgrün zu dir nimmst, ja, stärkelos, das ist einfach immens. Deswegen denk nochmal drüber nach, ob du vielleicht wirklich mit einem Smoothie anfängst, deine Ernährung umzustellen und nicht an die letzten 5%, wo die meisten anfangen, also die letzten 5% von unserer Gesundheit ausmachen und dann anfangen, an irgendwelchen Kleinigkeiten zu feilen und vielleicht noch sich 2, 3 Tropfen besonderes Öl übers Essen zu geben, was auch alles gut ist, aber erstmal die Basis, erstmal alles reinfüllen, ja, erstmal alles hier mitnehmen, was so geht. Und dann sich über die letzten 5% Gedanken machen. In diesem Sinne, ich hoffe sehr, ich konnte euch motivieren. Schaut euch unbedingt meine Full Day of Eatings an. Da zeige ich euch ganz viele Rezepte von Smoothies, wobei ich ja ein Freund bin von Spinat, von Grünkohl, von Sellerie. Das liebe ich, das ist überall in allen Supermärkten erhältlich, ist total einfach. Und Bananen gibt es sowieso überall zu kaufen. Und die in Kombination damit sind super gesund, super süß und einfach nur eine Geschmacksexplosion und auch eine Gesundheitsexplosion für uns, ja. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr schon täglich Smoothies trinkt. Das würde mich echt interessieren, wie da vielleicht auch euer Feedback ist, ob euch das Ganze schmeckt, was ihr für gesundheitliche Veränderungen feststellen konntet. Das würde mich sehr interessieren in diesem Video. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Macht's gut, ciao. Eure Lana.